Ali! Und bei Grotto hier unten rumlaufen, Leute. Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße mal an die Mittagsaktiv. Na, Leute, seid ihr wieder gut in das Jahr reingekommen, ne? Neues Jahr beginnt. Haut ein Like rein, wenn ihr gut reingekommen seid. Und vor allen Dingen, wenn ihr natürlich jetzt euch noch ein bisschen auf die Ferien freut, Freitage, die Weihnachtstage sind vorbei. Wenn das neue Jahr schon angefangen hat, dann brauchen wir aber auch direkt neue Experimente, Leute. Und Mythen, die wir ausprobieren können. Was passiert, wenn wir dies und dort machen? Aber wenn wir schon ein neues Jahr haben, dann müssen wir die Experimente auch richtig machen. Und dazu brauchen wir auch das richtige Outfit. Denn es wird Zeit für Experimente. Mit Drachenschrotflinte Lagerfeuer anzünden. Nächstes Experiment, ne? Und dazu brauchen wir die Drachenschrotflinte. Es wird heiß, muss aber erstmal ein bisschen suchen. Kann ein bisschen dauern, ne? Wieder für so ein 5-Sekunden-Experiment. Ja, aber dann versuchen wir, etwas abzufackeln. Und während ich das Ganze ausprobiere, könnt ihr natürlich an dieser Stelle schon mal gerne Abo-Button und Glocke reinhauen. Wenn ihr zu den 50% der Leute gehört, die immer wieder die Videos schauen, aber nicht abonnieren, würde mich natürlich mega freuen. Dann seht ihr mehr Content, der Algorithmus wird unterstützt. Ab und zu mal werdet ihr auch benachrichtigt. Nicht immer, kennt man ja. Endlich, ne? Da ist es, wir haben unser Werkzeug, Leute. Und zwar kann man mit der Drachenschrotflinte Sachen abfackeln, beziehungsweise ein Lagerfeuer entzünden. Weil, ne, wir wissen, dass wir mit Feuer, Glühwürmchen und so weiter natürlich alles entzünden können. Und jetzt kommt die Drachenschrotflinte. Brenn, Baby! Nein! No, God! No, God! Ah, ich hab vergessen, dass im Kampflabor nichts brennt! Nein, ich hab so lange gesucht! Wir haben so lange gesucht, aber ja, deswegen fackelt nichts. Jetzt muss ich das nochmal im normalen Spiel nochmal suchen. Da haben wir die, Leute. Zweites Mal gefunden. Jetzt können wir es testen. Ne? Jetzt muss ich nur noch ein Lagerfeuer finden, das funktioniert. So, beziehungsweise das noch keiner abgegrast hat. Dann können wir das Ding in Brand stecken, weil hier brennen die Sachen. Ja, es brennt. Puh. Ey, Junge, das hat mich gerade richtig... Richtig hops genommen, ne? Willst du das Ding testen? Voll reingefailt. Jetzt gehen wir auf das Lagerfeuer zu. Für dieses Mini-Experiment, ne? Fast eine halbe Stunde wieder. Es brennt, Leute. Wir können mit der Drachenschrotflinte Sachen anzünden und entfachen. Genau wie es auch mit Glühwürmchen immer möglich ist, ne? Ist für diese Season vielleicht für einige wichtig oder was auch immer, falls das überhaupt wichtig ist, ne? Ist ein nettes Detail, aber darum geht es ja. Darum liebe ich Wissenschaft. Nächstes Experiment. Kann man Schneemänner stapeln? Nächstes Experiment, was einer wissen wollte, ist, und zwar können wir Schneemänner stapeln. Ich weiß, warum das einer wissen wollte. Wir haben schon Rekorde gemacht mit Kartonstapeln, ne? Das ging ja in Season 2. Dann haben wir Werkbänke gestapelt, das ging in Season 3, weil wir, als sie noch abbaubar sind. Jetzt versuchen wir mal hier Schneemänner zu stapeln. Und wenn das geht, das wäre eine Idee für ein anderes Video. Wenn ich weitere Experimente mache, könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir noch so ausprobieren sollen. Wir haben natürlich schon eine Menge gemacht. Deswegen wäre es vielleicht am besten, wenn ihr euch einfach auch mal die Playliste anschaut. Oben rechts einfach auf das i klicken. So findet ihr die schon, ne? Wir haben ja schon so einiges gemacht, schon seit Jahren machen wir die, ne? Unter anderem auch mit Thanos und den Infinity-Handschuh-Experimente, Season 2, Season 3. Könnt ihr euch gerne noch nachträglich anschauen. Aber schreibt mal einfach runter in die Kommentare, was ihr euch noch brennend interessieren würde, was man noch testen könnte. Und dann seid ihr auch noch im nächsten Video dran. Ist auch nicht schlecht. So, und da haben wir auch schon unsere kleinen Purzelkärchen. Mal schauen, ob das geht. Einfach mal oben drauf springen und aussteigen. Und ja, geht doch wunderbar. Das geht ja wirklich wunderbar. Warte mal, ich brauche noch einen. Warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Guck mal, der dritte ist auch oben drauf. Ja, ich würde mal sagen, das müssen wir mal im Livestream ausprobieren. Ne, hätte ich vorher machen können, aber hey, es waren Winterfeiertage. Ich hatte ja auch ein bisschen Pause wegen Weihnachten, Silvester und so weiter. Jetzt kicken wir wieder rein. Und was passiert jetzt, wenn wir in den untersten Schneemann reingehen? Bricht der Turm dann auseinander? Warte, in den untersten kann ich gar nicht. Warum kann ich nicht in den untersten gehen? Ich kann auch nicht in den obersten. Aber in den untersten kann ich nicht gehen. Hä? Stimmt mit dir nicht. Aber ich kann in den mittleren reingehen. Gehen wir mal da rein. Da bricht der obere auseinander. Okay, ich denke mal, das gleiche passiert auch, wenn ich in den ganz untersten reingehe. Wo, warum auch immer, jetzt nicht kaputt gegangen. Ach, jetzt geht's. Jetzt geht's, ne, okay. Aber darüber gehen alle kaputt, deswegen muss man da aufpassen. Aber das kann man ja auch mit mehreren Items stapeln. Wenn man das so als Item hat, muss man ja nicht mal richtig einsteigen. Man schmeißt die Dinger einfach oben drauf. Nee, tatsächlich nicht. Man muss mit dem Ding einsteigen, damit man oben drauf stapeln kann, Leute. Ganz kein Schneemann stapeln, ohne selber der Schneemann zu sein.
Muss ein Schneemann wer sein, um einen Schneemann-Turm zu bauen? Willst du einen Schneemann bauen? Do you wanna build a snowman? Können Schneemänner schwimmen? Ganz simples Ding. Machen wir das einfach vollständigkeitshalber. Haben wir im Video drin, aber können Schneemänner schwimmen? Ja, können die Leute. Und die schmelzen auch nicht, ne? Du kannst aber ganz entspannt mit einem Schneemann hier rumschwimmen. Das ging aber auch schon, glaube ich, in Season 1 damals, in Kapitel... Ja, doch, Season 1, ich erinnere mich, ne? Im Prinzip uraltes Ding, konnte man auch damals schon rumschwimmen. Sieht lustig aus. Schmilzt ein Schneemann am Lagerfeuer? Können Schneemänner schmelzen, wenn man am Feuer steht? Nein, könnt ihr nicht, Leute. Könnt ihr doch? Hexerei! Hexerei! Das ist keine Wissenschaft! Ich bin ein Mann der Wissenschaft! Das hätte nicht passieren dürfen! Das hätte nicht passieren dürfen! Kowalski, Analyse! Das Problem war dabei, dass ich tatsächlich... Platziere Holz und Licht. Holz und Licht? Das sehe ich auch zum ersten Mal den Text, ehrlich gesagt. Warum Licht? Soll es irgendwann mal richtig dunkel werden und man muss Licht machen oder was? Der stand da nicht immer, oder? Ich weiß es nicht. Sei es drum. Aber die Analyse dazu. Ich wollte ja das Feuer anfachen mit der Taste E. Aber E ist ja auch gleichzeitig sich zum Aussteigen des Schneemannes. Und deswegen ist es, glaube ich, irgendein kleiner Bug gewesen, dass als ich beim Anfachen auch gleichzeitig den Schneemann ausgestiegen bin. Und dadurch ist das Spiel ein bisschen durcheinander gekommen und dachte sich, nö, wir gehen mal direkt raus. Wir zerstören mal den Schneemann. Das wäre meine wissenschaftliche Erklärung für das Ganze. Aber ich glaube, Hexerei macht die Sache simpler, oder Leute? Alles, was wir nicht erklären können, ist Hexerei. Schneemänner auf dem Zero Point platzieren. Und wenn wir schon Schneemänner stapeln, Leute, lasst uns einen Schneemann in den Zero Point werfen. Und vor allen Dingen als Schneemann mal gucken, ob er uns samt Tarnung mitnimmt. Oder ob er dann sagt, nö, geh mal woanders hin. Ne? Der Schneemann bleibt oben drauf und du fällst oben raus aus dem Rift. Also, erstmal schmeißen wir einen drauf. Mal gucken. Er kullert und er kullert bis zum Nimmerende, ne? Da ist Nummer 2, aber er kullert immer nach unten hin, ne? Okay, ich glaube, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Ja, die bleiben immer irgendwie so auf der gleichen Linie stehen, okay? Könnte interessantes Ding werden. Ich brauche mehr. Ah, der verschwindet. Okay, wir brauchen gar nicht mehr, Leute. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich so 20 Stück oder sowas von denen runterkullern lassen. Das wäre auch so eine Community-Aufgabe. Mal einfach tausende Schneemann da draufschmeißen. Ist ganz nett. Aber nächstes Experiment. Wir wollen mal als Schneemann wirklich oben drauf, beziehungsweise reingehen mit dem an das Ding. Und deswegen einmal tarnen. Zack. So, bin der Schneemann. Sei der Schneemann. Sei der Zero Point. Nimmt er mich als Schneemann mit oder lässt er den oben drauf? Mal gucken, als was ich rausfalle. Und das zähle ich als Spieler. Ah ja. Okay. Wie viele können wir auch mal gucken, was mit dem Schneemann passiert ist, ne? Als wir da reingesprungen ist, ist er einfach aufgelöst? Ja, der hat sich sofort aufgelöst, Leute. Ich bin noch nie mal in den Zero Point geflogen, also hat er sich schon aufgelöst. Und da spuckt er mich wieder aus. Okay, haben wir ausprobiert. So, und der Schneemann selber? Ja, yeah, der hat sich leider aufgelöst, ne? Zero Point hat nicht nur mich weggeschleudert, er hat auch den Schneemann komplett verwüstet. Schade drum, ne? Wäre cool gewesen, wenn der Schneemann oben drauf stehen würde. Auf dem Zero Point und dass er nur den Spieler quasi rausgezogen hätte. Das wäre lustig gewesen. Nächstes Experiment. Ein Geschenk auf dem Zero Point. Können wir eigentlich direkt hier schon bleiben, Leute. Und zwar das Geschenk. Das Weihnachtsgeschenk kann man auch noch ein bisschen testen, ob es noch irgendwas hat. Und... Das Geschenk ist doch runtergefallen. Habt ihr doch gerade auch richtig gesehen? Das Geschenk ist doch abgeprallt, ist runtergefallen. Aber dann entstand das Geschenk in der Luft, hat sich aber aufgelöst, weil es keine Plattform gab. Und dann sind die Items, glaube ich, runtergeflogen. Das muss ich mir mal im Replay anschauen. So, und jetzt schauen wir mal das Ganze an, wie das im Replay ist. Wo ist das Geschenk hingefallen, als es abgeprallt ist? Ne, warum ist das Ding überhaupt in der Luft entstanden? Als ob sich das Spiel nicht entscheiden konnte, wo er das Geschenk quasi produziert, ne? So, deswegen, Quinn, schmeiß mal das Geschenk rein. Das springt da rum. Yeet Boy! Okay, in Slow Motion. Also, Geschenk prallt oben auf den Zero Point ab. Kullert. Das Ding fällt runter. Das Ding fällt komplett runter. Löst sich in der Mitte auf. Also, der ist jetzt hier irgendwo aufgelöst, ne? Hier ist das letzte Überbleibsel vom Geschenk. Aber das Geschenk ist oben in der Luft entstanden. Direkt am Zero Point drauf ist das Ding tatsächlich entstanden und da sind auch die Items drin, ne? Alles soweit so gut. Da ist ein Stückchen vom Zero Point, ne? Sieht auch nett aus.
Aber dadurch, dass das Geschenk halt keine tragende Plattform hat, ne, das, weil es nix, mit nichts verbunden ist, mit dem Boden oder irgendeinem Wand oder Berg oder Treppe oder ne, egal was, weil es das nicht hat, löst sich das Geschenk direkt auf und fällt wieder runter. Finde ich super. Haben wir ausprobiert, wissenschaftliche Erklärung dafür gefunden. Es ist nie Hexerei, Leute. Nein, es ist nie Hexerei. Es gibt immer eine Erklärung dafür, bis auf ein Lagerfeuer und einen Schneemann. Mit dem Flugzeug in Grotto rein. Und mit dem richtigen Outfit können wir auch schon direkt anfangen. Und zwar, was passiert mit dem Flugzeug, wenn wir bei Grotto reinfliegen? Ne? Da unten, Leute, können wir wieder Brutus besuchen und die alte Höhle erforschen oder auch nicht. Aber wir boosten mal da rein in die Höhle und sind unten angekommen. Wir sind unten im Wasser angekommen. Wir können sogar rausspringen und bei Grotto hier unten rumlaufen, Leute. Weil tatsächlich, das hatten wir schon mal in Season 4, wird das Wasser nur ein paar Blöcke tief gerendert, ne? Beziehungsweise es ist nur ein paar Zentimeter tief, so dass wir schwimmen können. Aber darunter ist kein Wasser mehr. Das heißt, ne, wir haben so eine Schicht Wasser und wir sind jetzt drunter. Also wir machen nicht nur Experimente, ich erkläre euch auch die wissenschaftliche Erklärung dafür, warum das Flugzeug gerade hier voll am Spasten ist. Dafür habe ich keine Erklärung, Leute. Das ist Hexerei. Hexerei. Verbrenne. Manche Dinge kann man erklären, einige andere nicht. Ne? Aber ich finde es lustig. Irgendwo hier weiter oben, wenn wir jetzt hochspringen, beziehungsweise versuchen uns... Ah, ich habe keine Materialien leider. Kann ich ein bisschen abbauen? Nee, ne? So, aber wir können uns hier ein bisschen hochbauen. Okay. Ich bin jetzt schon ein bisschen unter Wasser, ne? Die Sicht ist ein bisschen blauer geworden. Ich glaube, wenn ich jetzt springe, ja, jetzt habe ich die Wasserschicht berührt. Jetzt treibt mich die Game Engine sozusagen wieder übers Wasser, ne? Weil es jetzt das Wasser getriggert hat. Flugzeug erfolgreich bei Grotto versenkt. Und nächstes Experiment. Was passiert im Neujahr? Ein leichtes Experiment ist es, Leute. Was passiert, wenn ihr den Creator-Code HeyStunny eintippt? Jetzt zum neuen Jahr, wenn ihr mir nochmal ein Neujahrsgeschenk geben wollt. Oder vielleicht auch zum Geburtstag. Hält vielleicht bis zum Geburtstag. Nee, dauert noch ein bisschen. 25. Januar, noch sehen, bevor Leute fragen. Ne, würde mich freuen. Und wenn ihr Spaß hattet an dem Video, schreibt gerne weitere Mythen rein. Abo-Button, Glocke, wenn ihr zu den 50% der Leuten gehört, die diese Videos, wie gesagt, immer wieder regelmäßig schauen. Ein Like-Button, wenn ihr euch unterhalten gefühlt habt. Dann gebt mir Flosse. Lock.